Aber die Götzen hier schon wieder. Ihr erster Besuch, Sir? Wo ist Madame Zhao Zhao? Ich will zum Haus der Blüten, wenn ihr Schurken mich also überfallen wollt. Madame Zhao Zhao erwartet euch, Sir. Ich geleite euch persönlich zu ihr. Bitte folgt mir, Sir. Dieser eitle Gockel läuft schnurstracks zum Hühnerstall. Und ich bin der Fuchs. Ich fühle mich so bloßgestellt. Wenn jemand sieht, dass ich zu diesen Blüten gehe, bin ich ruiniert. Guter Fund. Ich trage zwar Leder, aber ich glaube kaum, dass ich als Blüte durchgehen würde. Ich muss mich reinschleichen. Ich brauche was zu trinken. Ich sollte erst in Madams Gemächern suchen. Dabei könnte ich mir gleich die Taschen vollstopfen. Der Gestank hier ist widerlich. Das heißt, sie hätten die Leichen verbrannt. Unter freiem Himmel. Schrecklich. Und wo genau, sagten Sie, ist das passiert? Heißt, euer Haus wäre wie ein Rudel Wölfe. Ich werde dir zeigen, was für ein Wolf. Überall Ratten. Die Schwermut ist überall. Spät.
mich für einen Kaffee. Hier geht irgendwas vor. Ich muss diesen Geheimgang finden, den Zhao Zhao erwähnte. Er muss hier drin sein. Mal sehen, was in diesem Haus des Flüsterns versteckt ist. Ah, das Podest aus Zhao Zhaos Tagebuch. Das ist älter als das Haus der Blüten. Ich kenne diesen Kratzer, das ist eine der Markierungen auf dem Medaillon. Es gibt noch mehr. Machst du noch mehr, als nur von mir auf und ab zu gehen? Vielleicht ein bisschen anfassen? Oh, hallo. Flieder, ich glaube, du machst das mit Absicht. Etwas fester beim Du weißt, ich warte nicht gern. Ein bisschen. Ein Mann, der für den Baron so wichtig ist, wie ich es bin. Jetzt noch ausrichten. Na los, du kannst das doch besser, Liebes. Fester, komm schon. Wollt ihr noch mehr? Ja, mehr. Gib's mir. Nochmal. Nochmal. Das hier war sehr lange Zeit verschollen. Aber diese Stadt vergisst nie etwas und hütet ihre Geheimnisse. Das haben wir wohl gemeinsam. Irgendwie kann man diese alten Fallen sicher entschärfen.
Bibliothek. Das müssen hunderte Bücher sein. Das ist ein Labyrinth. Ich muss zum Zentralturm. Ich vermute, wegen diesem Buch bin ich hier. Jetzt muss ich es nur noch losmachen. Ich habe das Buch. An diese Nacht werde ich wohl noch lange denken.
Dieser Ort erinnert mich an eine Geschichte. Irgendein Adliger erflankt an der alten Mauer, wünscht sich einen Rosengarten. Als er es pflügt, stößt er auf Marmor. So gräbt er sie aus und baut den Marmor ab. Die Blumen verbrennen und verstreuen Asche im Garten. Der Bursche war ja richtig schlau. Die Rosen sind alle eingegangen. Zu viel Kalb. Die leeren Beete sehen aus. Jetzt stehe ich hier in irgendeiner Grube. Einer meiner Zähne wackelt. Ich habe gehört, was unter der Stadt alles hausen soll. Straf mich.